Sie sind hier, 3. Dezember 2018, 20.25 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten. TSG-Club-Chef Peter Hoffmann übt scharfe Kritik an Hans-Joachim Watzke. Der BVB-Boss decke die Schmähungen gegen Hoffenheims Metzen Dietmar Hopp. Mehrheitseigner Dietmar Hopp der TSG Hoffenheim kann weiter auf seinen Vertrauten Peter Hoffmann an der Spitze des Vereins bauen. Der Clubchef, der bereits seit über 22 Jahren die Geschicke der TSG offiziell bestimmt, wurde bei der Mitgliederversammlung am Montag in Wiesloch in seinem Amt bestätigt. Der 59 Jahre alte Elektrikermeister Hoffmann durfte sich über ein einstimmiges Votum freuen. Hoffenheim-Boss Watzke deckt Diskriminierung. Hoffmann attackierte während seiner Rede die Klubführung von Bundesliga-Spitzenreiter Borussia Dortmund. Laut des TSG-Clubchefs decke BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke die Diskriminierung Hopps durch die Dortmunder Anhänger. Nach Ansicht Hoffmanns müssten die Rechtsorgane aktiver werden, um Hopp besser zu schützen. Hopp 78 war selbst nicht anwesend, der Milliardär weilt derzeit in den USA. Der scheidende Trainer Julian Nagelsmann, der ab der kommenden Saison den Liga-Rivalen RB Leipzig betreuen wird, saß dagegen bei der Versammlung im Staufersaal des Kongresshotels Palatin in der ersten Reihe. Sportchef Alexander Rosen und Kapitän Kevin Vogt waren vor Ort. Die finanzielle Bilanz der Profiabteilung hatte die TSG bereits Ende Oktober veröffentlicht. Demnach konnten die Kraichgauer im abgelaufenen Geschäftsjahr, Stichtag 30. Juni, ihre Erlöse im Vergleich zum Vorjahr um 47% auf das Rekordergebnis von 163 Millionen Euro steigern. Das Betriebsergebnis kletterte von zuvor 1 Million auf gut 28 Millionen Euro. Von Sportinformationsdienst.